Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Servervorstellung hier auf dem Kanal mit mir nochmal sofort. Leute, heute stellen wir lightningpvp.de Server vor und ja, und zwar möchte ich heute euch mal ein paar Spielmodis vorführen und ein paar regelrechte Informationen zu diesem Server. So, nun, also wir fangen mal an. Die Spielmodi. Wir gehen wieder wie bei den anderen Servervorstellungen auch die Spielmodi durch. Das wäre einmal Bed Wars, FFA, Sky PvP, Super Jump, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil Jump Run Modis mag ich eigentlich immer sehr gerne, deswegen Try Jump zum Beispiel bei Maps gab es ja auch nicht mehr so wirklich, deswegen, weil der Server ja längere Zeit offline war und ja, deswegen finde ich die auch ganz geil. Dann gibt es hier 1v1, wo man einfach mal ein Kit 1v1, also das ist ungefähr so wie bei Gomma, HD 100. Du hast quasi Kit und dann kannst du gegen den einen killen, kämpfen. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, und ja. Gehen wir weiter und gehen in TTT. Wir haben, das Problem ist, Leute, wir haben es gerade 11 nach 11. Ja, und deswegen sind nicht mehr so viele Leute online, deswegen kann ich zum Beispiel die Kamera wieder starten. Skywars, da haben wir einmal 2x8x1 und einmal 4x2. Hier haben wir Freebuild. Freebuild ist wahrscheinlich genau, das ist normal, dass man hier quasi, keine Ahnung, das Held eingeben kann. Genau, dann haben wir Fragen, dann kann ich das auch gleich zeigen. Dann haben wir hier, kann man das Team eingeben. Und dann sieht man quasi, wer online ist. Also hier ist gerade Admin online und sonst, ja, niemand anscheinend. Ja, so, dann würde ich mal sagen, wir machen mal weiter mit Slash Help. Da könnt ihr zum Beispiel, man hat Fragen, dann kann man einfach Slash Supporten, dann kann man quasi eine Nachricht eingeben und die kann man dann quasi abschicken. Dann die Regeln zu dem Server, da hat man quasi so ein Ding. Bei Slash YouTuber hat man auch anscheinend Links, die man dann einfach öffnen kann und dann hat man quasi die Beantragung. Ich kann das mal ganz kurz vorlesen. Mindestens 250 Abonnenten oder mehr. Ausreichend Klicks pro Video. Ausreichend Klicks pro Monat 800 oder mehr. Eine Servervorstellung oder ein Trailer. Und eine Video pro Woche erforderlich. Und HD und 30 FPS oder besser. Okay, gut. Dann gucken wir mal weiter, was wir hier so haben. Wir haben noch das Forum. Da könnt ihr euch verifizieren und so weiter. Und Slash Vote, dann könnt ihr für diesen Server voten. Und dann kriegt ihr quasi noch extra Coins, wenn ich das Slash Team ergebe. Seht ihr halt, wie ich gesagt habe, also online sind. So. Dann, wenn man weitergeht, kommt man zu dem Punkt zu dem Punkt. Welchen machen wir jetzt mal? Slash TS. Slash TS, dann seht ihr die TS-IP wie bei vielen anderen Servern auch. Und ja, was mir gesagt wurde, einfach mal, Leute, wenn ihr nicht verifiziert habt, einfach Slash Link eingeben, wenn ihr nebenbei auf dem Teamspeak seid mit dem gleichen Namen, dann könnt ihr nämlich einfach euch verifizieren und dann habt ihr quasi einen verifizierten Account auf diesem Server. So, dann geht's weiter und zwar gibt's hier einmal den Enterhaken, der sich hier durch die Map, durch die Lobby katapultieren kann. So, zack, zack. So, dann kann man Slash Top eingeben. Dann hat man quasi. Ja, gut. Dann hat man quasi die Top 10 an den Kills anscheinend. Ja, wenn man Slash Lobby eingibt, dann kommt man wieder nach Lobby, glaube ich. Oder Slash Hub. Genau. Weil man wahrscheinlich gerade auch schon auf dem Server ist, deswegen gibt es wahrscheinlich diese Fehlermeldung. So, dann gibt es hier ein Freunde-Menü. Dann hier Freundschaftsanfragen und Einstellungen und dann kann man quasi Slash Friend, müsste man hier genau, kann man quasi zu einem Jumpen, jetzt bei einer Slash Friend List, habe ich noch keine hinzugefügt. Ja. So, wenn man jetzt hier hingeht und guckt mal weiter, Slash Help, dann hat man hier noch Slash Report, also Slash Report, Name, Grund, das kennt ihr auch schon von anderen Servern und ja. Dann Spieler kann man aktivieren oder deaktivieren. Da gibt es nicht sowas wie VIPs oder so. Dann gibt es Bed Wars, halt wie schon gesagt, diese ganzen Spielmodis. Und ja. Und ich werde auf jeden Fall in einem anderen Video mal auf die Spielmodi richtig eingehen. Wir werden in Runden joinen, wo wir dann nochmal eine Runde spielen können.
und so weiter. Wenn ich zum Beispiel das Team eingebe, seht ihr immer noch, wer alles online ist. So. Und da könnt ihr quasi abchecken, ey, da ist ein Supporter online, oder da ist ein Moderator online, oder da ist ein Administrator online. Dann geht ihr quasi hin und sagt, ja, ich würde gerne, keine Ahnung, ich hätte eine Frage zum Server, und dann kann man die da stellen. So, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schreibt mir auf jeden Fall was Nettes in die Kommentare. Und join auf jeden Fall mal auf den lightningpvp.de Server. Bis dahin, haut noch rein und tschüss.